So, hier geht es um die berühmte Stern-Dreiecks-Umformung. Bei der man versucht, eine Struktur, die so sternförmig angeordnet ist, wie das hier, in eine äquivalente Struktur umzuwandeln, bei der die Widerstände oder die Impedanzen im Dreieck angeordnet sind. Das wäre das hier. So, 1, 2 und auch hier 3. Die Widerstände werden bezeichnet mit R1, R2, R3, beziehungsweise hier nach den Punkten, die sie verbinden, R1,2, R2,3 und R1,3. Nun, die erste Frage ist, warum sollte man das tun? Zum einen, weil man es kann. Zum einen, weil man eventuell bei der Berechnung eines Netzwerkes auf Strukturen stößt, die man so einfach nicht auflösen kann, sodass man zunächst von einem Dreieck in einen Stern umwandeln muss, um dann irgendetwas hinzubekommen und weiterrechnen zu können. Oder auch, weil man einfach auf einer Platine oder so keine anderen Möglichkeiten hat. Die Berechnung ist etwas aufwendig und wir starten zunächst damit, dass wir hier den Widerstand hier berechnen, zum Beispiel den von 1 nach 2. Das würde gehen, indem wir nehmen R1, 2, ist in diesem Fall ganz einfach R1 plus R2, denn das ist ja nur die Serienschaltung von den beiden. Die Verwicklung ist hier etwas größer. Hier haben wir nämlich den R1,2, der hier parallel liegt zu der Reihenschaltung R1,3 und R2,3. So. Und das aufgelöst macht dann R1,2 mal R1,3 plus R2,3 durch R1,2 plus R2,3 plus R1,3. Man kann das auch anders sortieren. Und das ist dann ausgeklammert. R1,2, R1,3 plus R1,2, R2,3 durch R1,2 plus R1,3 plus R2,3. Das hier unten nenne ich mal ganz schnell N, denn das muss ich noch so oft schreiben, dass ich keine Lust habe, das jetzt noch sofort weiterzumachen. So, die anderen Pfade haben wir natürlich auch. Der Widerstand zwischen 2 und 3 ist R2 plus R3, kann man sofort sehen, die beiden da. Und hier übernimmt der R2,3 die Rolle von R1,2 und alle anderen tauschen weiterhin die Plätze. Also R2,3 mal R1,2 plus R2,3, R1,3 durch den Nenner. Und jetzt brauchen wir noch zum letzten Mal 1 und 3, also R1 plus R3 und das ist dann R1,3 mal R1,2 plus R1,3 mal R2,3 durch den Nenner. Okay, wenn wir jetzt das hier ausrechnen wollen, dann haben wir sicherlich hier einen linearen Zusammenhang oder lineare Darstellung von allen R's, aber das hier ist ganz schön nicht linear auf der Seite des Dreiecks. Und lösen können wir es aber trotzdem, indem wir beispielsweise zunächst mal die erste und die dritte Gleichung voneinander subtrahieren. Und dann bekommen wir R1,2 plus R2 minus R1 plus R3, also R1 können wir gleich weglassen, R2 plus R3 gleich. Ich schreibe mal vorher schon mal den dicken Nenner hin und schreibe dann den Zähler ab, R1,2 R1,3 plus R1,2 R2,3 minus, das ist das letzte hier, R1,3 R1,2 plus minus R1,3 R2,3. Was hier auffällt, ist, dass 1,3 1,2, nämlich die beiden hier, sich gegenseitig wegmachen, also subtrahieren, und dann haben wir hier R1,2 R2,3 minus R1,3 R2,3 durch den Nenner stehen. Wenn wir dieses nun mit der Korrektur, dass hier ein Minuszeichen stehen muss, addieren zu der Gleichung, dann haben wir, die R3s gehen weg, 2
R2 hier stehen, gleich, ein Nenner ist immer der gleiche. Was haben wir? R1, 2, R2, 3, minus R1, 3, R2, 3, plus R2, 3, R1, 2, plus R2, 3, R1, 3. Und was wir sehen, ist das. Der und der weggehen und der sich addieren, sodass hier bleibt 2 R1, 2, R2, 3 durch den Nenner und wir so bekommen R2 ist gleich R1, 2, R2, 3 durch 1, 2 plus R1, 3 plus 2, 3. Und wenn wir das beobachten, dann stellen wir fest, das ist dieser Anschluss und die beiden stehen oben und die Summe aller anderen ist das, was unten im Nenner steht. Und wenn wir diese Regel fortsetzen, ich beweise das nicht, könnte ich aber, dann stellen wir fest, an 1 sind 1, 2 und 1, 3 angeschlossen. Also R1, 2, R1, 3 durch R1, 2 plus R1, 3 plus R2, 3 und R3 hat hier dann den und den, also R1, 3, R2, 3 durch R1, 2 plus R1, 3 plus R2, 3. Das ist unser Ergebnis für die Umwandlung vom Dreieck in den Stern. Die Gegenrechnung, dazu gehen wir ein bisschen willkürlich vor, man kommt nicht unmittelbar drauf, warum man das macht. Ich tue es einfach erstmal, weil ich es kann. Ich bilde nämlich die Verhältnisse von R1 und R2 und dann auch allen anderen Widerständen natürlich. Ich sehe zunächst, die Nenner fallen weg. Hier kürze ich der 1, 2 weg. Es bleibt also oben stehen R1, 3 durch R2, 3. R1 teile ich noch durch R3. R1 durch R3, dann geht der 1, 3er weg. Das heißt, hier bleibt R1, 2 durch R2, 3 stehen. Und als letztes haben wir noch den R2 durch den R3. R2 durch R3, da geht der 2, 3 weg. Und es bleibt der R1, 2, 3 natürlich durch R1, 3. Na gut, und jetzt greife ich mir mal diese Gleichung hier raus und löse die und dividiere hier durch R1, 3. Dann habe ich nämlich R1 ist gleich R1, 2 durch R1, 2 durch R1, 3 plus R1, 3 durch R1, 3 ist 1 plus R2, 3 durch R1, 3. Und dann setze ich ein, was ich von hier weiß. R1, 2 durch R1, 3. 1, 2, 1, 3. Das ist gerade R3 durch R2. Und dann haben wir 2, 3 und 1, 3. 2, 3, 1, 3. Das ist gerade R2 durch R1. Ich löse auf nach R1, 2. Ist gleich R1 mal 1 plus R2 durch R1 plus R3 durch R2. Und wenn ich das ausmultipliziere, bekomme ich R1 plus R2 plus R1 R3 durch R2. Damit habe ich hier diesen R1,2 bestimmt. Das ist nämlich die Summe dieser beiden Widerstände in Serie plus noch so ein Modifikator mit dem R3. Das ist R2 durch R3. R2 durch R3. So, stimmt. Gut, wenn ich das weiß, kann ich die weiteren auch noch ausrechnen.
dann raus. R1, 3 ist gleich R1 plus R3 plus R1, R3 durch R2 und R2. 3 ist gleich R2 plus R3 plus R2, R3 durch R1. Und das ist das Ergebnis hier jetzt für die Umwandlung vom Stern ins Dreieck. So, und damit wünsche ich viel Spaß beim Rechnen und weiterhin frohes Schaffen.